Morgen, liebe Radsportfreunde. Nach 3 Tagen Pause in Hamburg habe ich mich jetzt wieder auf den Weg gemacht. Heute ist also der 5. Tag meiner Radtour. Ich habe geplant, zunächst mal an der Elbe entlang zu fahren, dann bis zur Havelmündung, dann fahre ich ein Stück an der Havel entlang und dann fahre ich wieder zurück Richtung Elbe und dann geht es zunächst mal nach Magdeburg. Und dann werde ich weitersehen. Moin. Dann geplant ist also zumindest von dort aus Richtung Harz, nicht über den Brocken, vielleicht mit der Querbahn nach oben. Das muss ich mal sehen. Dann umrunde ich den Harz, komme wieder zur Weser, fahre ein Stück an der Weser entlang und dann weiter Richtung Marburg. Da ist dann wieder ein Etappenziel. Ja, heute werde ich nicht so viel fahren. Maximal 120 Kilometer habe ich mir vorgenommen. Also, dann machen wir uns jetzt mal auf. Es war sehr schön in Hamburg. Ich war bei meinem Töchterchen und ihrem Mann. Dann haben wir mal das Radl stehen gelassen und haben die Stadt zu Fuß erkundet. Das war super. Ja, schade. Die Zeit ist sehr schnell vorbeigegangen. Es war sehr schön. Ja, jetzt muss ich einfach mal wieder fahren. Ja, bin ich denn an der ehemaligen Zonengrenze? Das sieht ja schon fast so aus. Den Betonplatten mit dem Mittelgrasstreifen. Ja gut, diese lassen sich natürlich super gut fahren. Moin. Ja, jetzt ist schon wieder was los. Und das Land öffnet sich. Ich bin jetzt schon länger aus der Stadt raus. Ich bin jetzt schon eine Stunde unterwegs. Ich bin jetzt um 10 gestartet. Die Trennung fiel uns nicht so leicht. Naja. Töchterchen sehe ich bald wieder, kommt demnächst wieder zu uns nach Aachen. Das war schön. Also, auf geht's! Ich fahre immer noch auf diesem wunderschönen Weg. Das ist hier ein Marschgebiet, ein Naturschutzgebiet auch. Nennt sich Kirchwerder Wiesen. Sehr schön, sehr ruhig. Immer mal wieder ein schöner Ausblick auf das Marschgelände. Sehr, sehr schön. Der Weg ist super gut. Die Betonplatten sind wirklich eben. Sehr schön zu fahren. Klasse. Kirchwerder oder Kirchwerder heißt es, bin ich mittlerweile vorbei, fahre immer noch durch das Naturschutzgebiet, lässt sich hier auch prima fahren, auch auf diesem Weg. Es kommt zwar gerade mal ein Auto, aber der Autofahrer weicht aus. Super. Seit ich aus Hamburg raus bin, fahre ich nur auf Radwegen oder auf kleinen Nebensträßchen. Hier durch eine wunderschöne Natur. Sehr ruhig, sehr beschaulich. Einfach nur schön. Ah, jetzt komme ich, glaube ich, zur Elbe. Ich mal von dem Radweg abfahren. Da steht jetzt schon Lauenburg. Das ist mein nächstes Ziel. Lauenburg, ja, wie weit steht da nicht? Aber das dürfte ja etwa 20 Kilometer sein. Ui, da komme ich doch direkt an die Elbe. Das sieht doch schon mal schön aus. Weiter weg. Ich denke mal, hier werde ich jetzt einige Zeit lang entlang fahren.
Schneestag habe ich jetzt zum Glück hinter mir gelassen. Jetzt bin ich hier auf dem Radweg, zwar neben der Straße, rechts von mir ist die Elbe. Mal sehen, wie lange das so bleibt. Aber ist schon okay, geht. War eben einfach zu schön. Ja, jetzt bin ich schon etwas ab von der Straße. Weiß nicht, ob das schon der Höhenweg ist. Geht ab und zu mal ein bisschen hoch. Aber hier fährt es sich natürlich viel schöner. Bin ich tatsächlich auf dem Höhenweg hier. Da geht's ganz schön hoch. Schön steil. Aber schön. Ja, sehr schön ist es hier auf dem Höhenweg an der Elbe. Ich bin jetzt kurz vor Lauenburg. Ich denke mal, das dürften noch 3-4 Kilometer sein. Sehr, sehr schön. Geht natürlich immer mal wieder hoch und runter. Muss mal ein bisschen strampeln, aber es ist nicht so schlimm. Wenn man nicht den Fußweg nimmt, den ich zu Anfang genommen habe, dann kann man das ganz gut fahren. Jetzt komme ich nach Lauenburg, an der Elbe, ein Herzogtum. Ja, schön. Da werde ich mir mal die Altstadt ansehen. Die soll sehr schön sein. Vor Jahren war ich da mal. Habe ich aber nicht mehr so viel Erinnerung. So, hier geht's in die Unterstadt von Lauenburg. Mensch, ist das hübsch. Süß, ganz niedlich. Wo fahre ich jetzt? Ich glaube, ich fahre in die andere Richtung. Es ist etwas schwer zu fahren auf dem Kopfsteinpflaster. Dann werden die Fotos auch ein bisschen näher verwackelt sein. Ui, ui, ui.
Lauenburg habe ich jetzt hinter mir gelassen. Das ist ja super, super schön. Ganz niedlich, ein altes Städtchen. Jetzt fahre ich weiter auf dem Elberadweg und suche jetzt erstmal einen Platz zum Picknick machen. Ich habe ja Brötchen mitgenommen und Paprikaschoten. Ja, und das werde ich mir gleich dann mal zu Gemüte führen. Ja, aber ich finde keine Bank. Naja, wird schon werden. Ja, jetzt geht's mal wieder hoch auf diesen wunderschönen, frisch geteerten Radweg. 8% stand da. Naja, also muss ich gleich wohl mal schalten. So, hier ist eine Ausstellung zum Wasser. Da sehe ich schon Bänke. Hoffentlich habe ich was im Schatten. Hier, das kann ich nehmen. Hier ist alles möglich beschrieben. Kleines Häuschen. Das ist geschlossen. Und da fahren wir weiter. Gucken wir mal. Hochwasser nützt. Mehr Platz für den Fluss. Okay, gucken wir mal, wie schön das ist. Dann werde ich das hier machen. Ja, da habe ich doch eben einen Picknickplatz gesucht, also einen Pausenplatz. Und jetzt habe ich lange genug gewartet und hier, das ist wirklich ein wunderschöner Platz. Ich werde das euch mal zeigen. Hier gibt es auch noch einen Aussichtsturm. Da werde ich jetzt mal hochgehen. Da unten sieht man die Elbe. Ich bin jetzt in der Nähe von oder zwischen Lauenburg und Bolzenburg. Dies ist noch Westgebiet, also ehemaliges Westgebiet. Ich habe eben eine kleine Frau getroffen. Die hat mir gesagt, dass die als Kinder hier nicht hingehen konnten, weil das auf der westlichen Seite lag. Und sie kommt jetzt hier sehr häufig hin, weil das einfach wunderschön ist. So, hier den Aussichtsturm, den werden wir jetzt mal zusammen besteigen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal von oben an. Der Elf-Kieker zu verschiedenen Zeiten. Aha, hier ist also der Elf-Kieker. Dann schauen wir uns den mal an, den Elf-Kieker. Da vorne sieht man Bolzenburg. Da komme ich gleich noch hin. Und hier jetzt mal einen Rundumblick. Ist das nicht schön? Wirklich ein Traum. Ah, Sonne, verschwindest du gerade? Hoffe ich ja nicht. Wetter ist nämlich sehr, sehr schön. Einfach traumhaft. Hier kann man noch gut Picknick machen. Hinten im Hintergrund sehe ich ein paar Hügel. Naja, die werden wahrscheinlich auch an der Elbe sein. Bin ich hier unten an der Elbe und oben hatte ich ja den Blick hier nach unten. In Bolzenburg bin ich jetzt mittlerweile auch vorbei. Und jetzt geht es auf dem Deich entlang. Das könnte vielleicht der Grenzweg gewesen sein. Ich bin nämlich hier gerade in Mecklenburg gewesen. Wahrscheinlich bin ich das hier auch.
glaube, ich fahre die Grenzweg-Trophy jetzt gerade anders herum. Da ist wohl ein ehemaliger Wachturm vor uns. Habe ich ja letztes Jahr verfolgt beim Sven Biketourer. Der hat ja diese Tour gemacht, die ja ganz schön heftig war. Das ist wohl einer der Abschnitte, die relativ angenehm zu fahren sind. Ja, das sieht ja so aus, als ob ich auf dem Weg ins Nirgendwo wäre. Der führt ins Unendliche, der Weg. Ja, dann muss ich aber noch ganz schön strampeln. Hallo. Hallo, moin. Eben bin ich nie ins Café gefahren und jetzt suche ich eins. Da werde ich wohl noch ein bisschen warten müssen. Ja, jetzt gibt es ein Café. Ein Hochcafé gelber Richter. Nach der Stärkung, Kaffee und Kuchen und Apfelschorle geht es jetzt so ein bisschen am Deich entlang. Elbis auf der anderen Seite, da werde ich gleich mal wieder hochfahren. Also jenseits des Deichs, besser gesagt. Und dann suche ich mir jetzt gleich einen Zeltplatz. Dann habe ich wahrscheinlich so ungefähr 120 Kilometer. Das reicht mir für heute. Das Café war eben magnetisch, war wunderschön gemacht. Kuchen war nicht ganz so lecker, aber war schon in Ordnung. Der Rest war sehr gut. Ich habe gerade mal den Akku gewechselt. Eine schöne Bank, da habe ich zwei Jungs aus Leipzig getroffen, die wollten jetzt heute noch nach Hamburg, haben sich auch ein bisschen verschätzt. Bis Hamburg haben sie ja jetzt noch mindestens 5 Stunden Fahrzeit, die wollen dann in Lauenburg in den Zug, das klappt ja dann auch. So, jetzt fahre ich mal hier auf dem Deich, toll, super. Und der Weg ist wunderschön. Eben Betonplatten, ganz neu scheinbar. Super, lässt sich schön fahren. Als
jetzt, glaube ich, 18 Uhr. Den Campingplatz müsste ich jetzt gleich erreichen. Da war jetzt gerade ein Campingplatz auf dem Bauernhof. Den hätte ich anfahren können, aber ich fahre noch ein bisschen weiter. Ich fahre nach Hitzacker und da ist ein Campingplatz direkt an der Elbe. Das versuche ich mal, ob ich da einen Platz kriege. Schön gepflegt ist hier alles. Wirklich sehr schön. Die Backsteinhäuser haben schon ihren Charme. Wo hoch geht's denn da? Hier kann man auch Zimmer kriegen. In einem schönen riedgedeckten Haus. Da geht scheinbar vieles. Das ist jetzt eine tolle Stimmung mit der Abendsonne. Super. Ich fahre jetzt also Richtung Dömitz, aber der Campingplatz soll hier am Elbufer sein. Dann müsste ich also überfahren. Ich hoffe, das wird auch so sein. Ja, auf dem Elbedeich geht's lang. Wundert's nur, dass ich den Campingplatz noch nicht gefunden habe. Dann sollte ich überfahren. Ja, vielleicht war der auf der anderen Elbseite. Ah, muss ich gleich nochmal nachschauen. Dann nehme ich halt einen anderen. Fährt sich noch schön hier. Ostwärts geht es. Der Schatten da vorne zeigt das auch ganz deutlich an. Jetzt fahre ich einfach nach Dömitz. Da waren ein paar Campingplätze, da suche ich mir einen. Ich hoffe, die haben auf. Ich habe mal wieder eine Abkürzung gefunden. Jetzt bin ich aber auf so einem Lochplattenweg. Links neben mir die Mähs. Da vorne ist schon was. Mal gucken, ob ich da einen Platz kriege. Ob ich da überhaupt hinkomme. Da laufen sie aber. Mann, süßes Kerlchen.